Im vorigen Video haben wir uns einmal intuitiv angeschaut, wie man einen Grenzwert ermitteln kann. Bei dieser intuitiven Ermittlung bleiben wir auch, aber wir schauen uns in dem Video jetzt an, was der Grenzwert jetzt mathematisch eigentlich genau bedeutet, wie man sich das jetzt da mathematisch, theoretisch gesehen für eine Folge vorstellen kann, was ein Grenzwert ist und wie man diese Vorstellung dann nutzt, um auch allgemein zu beweisen, dass die Zahl, die wir intuitiv ermittelt haben, auch wirklich ein oder der Grenzwert einer Folge ist. Dazu habe ich wieder das Beispiel 1, was wir bereits im vorigen Video ganz am Anfang hatten und was zwischendurch auch noch einmal aufgetaucht ist und jetzt ein drittes Mal, weil es einfach eine schöne Folge ist, um Grenzwerte zu zeigen. Wir haben hier schon einige Folgenglieder das letzte Mal ausgerechnet. Das erste Folgenglied ist 0, das zweite 0,5, dann das dritte 0,6 periodisch. Das 100. Folgenglied ist 0,99, das 1000. ist 0,999 und das 10.000. ist 0,9999. Man sieht da quasi eh schon, dass die Folge offensichtlich gegen 1 wandert, konvergiert, wäre der ganz feine, saubere Ausdruck, und 1 sicher nie erreichen wird, weil ja hier von 1 immer ein Ausdruck hier abgezogen wird und damit kann es nie ganz 1 sein, aber natürlich je weniger ich davon abziehe, desto näher rückt das Ganze an den 1 heran. Also wir können da jetzt schon mal sicher hinschreiben, dass der Limes von n gegen unendlich von 1 minus 1 durch n gleich 1 ist. Also das können wir intuitiv bereits sagen, das wird auch so richtig sein. Jetzt stellen wir mal die Folgenglieder hier auf einer Zahlengeraden dar. Das heißt, eine Zahlengerade, auf beiden Seiten geht sie gegen unendlich, beziehungsweise unendlich und minus unendlich. Hier ist 0, hier ist 1, hier ist 0,5 und jetzt zeichne ich noch ein paar andere Dinge ein. Das dritte Folgenglied ist bei 0,6 periodisch, das dürfte ungefähr hier sein. 0,75 dürfte ungefähr hier sein. Und jetzt zeichne ich die Folgenglieder mal ein mit einer machen wir blauen Farbe. Also das erste Folgenglied ist bei 0, das zweite Folgenglied ist bei 0,5, das dritte Folgenglied ist bei 0,6 periodisch, das vierte ist bei 0,75. Was man hier schon mal super sieht, ist, dass die Folgenglieder mit jedem weiteren Element etwas näher aneinander rücken. Und wenn ich mir dann vor allem das 100., das 1000. und so weiter anschaue, dann sehe ich eigentlich, dass die Folgenglieder sich da schon alle um den 1er drumherum sammeln. Also hier dürfte ein sehr, deswegen kann ich das nur so kennzeichnen, enges Gedränge herrschen. Auch hier dürften ein paar sein, aber hier, wie gesagt, hier geht es dann rund. Weil eben, das sieht man ja hier schon ganz gut, weil nämlich das immer näher an den 1 heranwandert. Gut, warum ist jetzt der 1 ein Grenzwert? Naja, intuitiv gesehen klar, weil hier die ganzen Folgenglieder hier sind in dem Bereich und die immer näher an den 1 heranwandern und den 1 aber nie erreichen. Jetzt eine Gegenfrage, damit wir uns das dann auch gleich mal gut vorstellen können. Warum ist jetzt dann eigentlich 0,5 kein Grenzwert? Naja, weil hier offensichtlich kein so ein extremes Gedränge von Folgengliedern stattfindet wie hier. Wenn ich mal fragen würde, wie groß ist denn die Anzahl der Folgenglieder, die hier so quasi die hier sind, diese ganz, ganz vielen da in diesem blauen Haufen drin, da sind natürlich von der Anzahl her unendlich viele Folgenglieder. Ja? Das heißt, da sind unendlich viele Folgenglieder drin, da in diesem kleinen Bereich und außerhalb dieses Bereiches, also die Folgenglieder, die hier sind, da sind nur endlich viele Folgenglieder. Dem konkreten Beispiel sind hier 1, 2, 3, 4 Folgenglieder, die sich außerhalb dieses Kreises befinden. Ja? Also ich habe quasi außerhalb dieser Umgebung, nennt man das, um gleich den nächsten Begriff einzuführen, also außerhalb dieser Umgebung um den 1 herunterherum habe ich nur endlich viele Folgenglieder von dieser Folge an, während ich innerhalb der Umgebung, und die Umgebung kann man selbst festlegen. Ja. Ich habe da jetzt anscheinend irgendwie, schätze mal, 0,1 oder so gewählt, links und rechts. Innerhalb der Umgebung sind dann unendlich viele drin. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Ich zoome mal, ich habe sie ja bereits blau eingekreist und den 1er, in diese Umgebung jetzt weiter rein. Also quasi ich zoome rein. Wenn ich da rein zoomen würde,
schiebe ich den 1 jetzt ein bisschen weiter daher. Sagen wir, ich vergrößere so, dass ich hier habe 0,9 und hier 0, hier 1,1. Also genau der gleich große Abstand. Und ich weiß jetzt ganz genau, okay, da drin habe ich einen Haufen Folgenglieder. Und zwar habe ich da drin eben die Folgenglieder, die ich da oben schon gekennzeichnet habe. Die sind da jetzt halt in dem Fall, weil ich reingezoomt habe, anfangs noch ein bisschen weiter auseinander, bevor sie dann immer enger und enger aneinander rücken. Und hier vor dem 1er quasi herrscht wieder ein extrem dichtes Gedränge. Nach dem 1er sind keine Folgenglieder mehr. So, und jetzt sehe ich eben wieder genau das gleiche Phänomen, wie ich da oben hier schon hatte. Also wie ich es hier schon hatte, das gleiche Phänomen habe ich auch hier. Ich könnte auch hier rein theoretisch weiter reinzoomen. Also ich wähle mir wieder eine Umgebung rund um den 1er. Und jetzt kann ich wieder das gleiche sagen wie hier oben. Wie wir es hier oben gesagt haben, innerhalb des Kreises habe ich unendlich viele Folgenglieder, ganz offensichtlich, weil die immer näher an den 1 heranwandern. Und außerhalb von dieser Umgebung sind wieder nur endlich viele Folgenglieder. Deswegen ist beispielsweise auch 0,9 kein Grenzwert, weil sich hier quasi keine Party abspielt um den 0,9er drumherum, so wie sich auch um den 0,5er drumherum nichts abspielt, sondern alles spielt sich beim 1er drumherum ab. Und würde ich da jetzt nochmal näher ranzoomen, sagen wir, da ist 1 und ich mache jetzt da hier 0,999 und im gleichen Abstand wäre dann 1,001. Dann habe ich jetzt da nochmal extrem reingezoomt. Wir wissen, bei 0,999, das ist hier, habe ich das tausendste Folgenglied. Das heißt, hier würde das tausendste Folgenglied sitzen. Und das zehntausendste Folgenglied ist zum Beispiel schon 0,9999. Das ist wieder ganz eng an meinen 1 heran. Das heißt hier, wenn ich da extrem reinzoomen würde, hätte ich wieder das gleiche Phänomen. Hier am Anfang wären die Folgenglieder noch ein bisschen weiter auseinander, bevor sie immer enger, enger, enger aneinander rücken. Und wo geht's ab? Ab geht's wieder kurz vorm 1er. Und so könnte ich das Spiel weiterspielen. Jetzt könnte ich da wieder reinzoomen in diesen 1er. Und ich hätte wieder den gleichen Effekt. Und ich könnte jetzt auch wieder sagen, warum ist 0,999 kein Grenzwert? Naja, weil innerhalb von dieser Umgebung nicht unendlich viele Folgenglieder sind. Innerhalb von der 1er Umgebung schon. Naja, jetzt könnte der ganz wiefe sagen, naja gut, dann wähle ich um 0,99 halt einfach eine Umgebung, die besonders groß ist. Ja, zum Beispiel so groß. Ja, um 0,999. Na, jetzt sind da unendlich viele Folgenglieder drin. Ja, das stimmt. Aber das Ziel des Ganzen oder der Sinn des Ganzen ist es ja der, zu sagen, was passiert, wenn ich immer weiter reinzoomen würde. Und beim Reinzoomen passiert ja nichts anderes wie das, dass ich quasi diese Umgebung, diesen Kreis um den 1er immer kleiner mache. Und beim 1er ist es so, egal wie weit ich reinzoome, es werden sich immer unendlich viele Folgenglieder befinden, die um den 1er drumherum sind. Ja, also ich könnte es auch hier jetzt nochmal einzeichnen. Ich mache den Kreis nochmal kleiner. Hier sind unendlich viele Folgenglieder drin. Ich mache den Kreis nochmal kleiner, die Umgebung. Es sind noch immer unendlich viele Folgenglieder drin. Und so könnte ich immer, immer, immer weiter reinzoomen. Es würde sich immer kurz vorm 1er unendlich mit unendlich vielen Folgengliedern stauen. Und deswegen ist 1 ein Grenzwert dieser Folge und alle anderen Zahlen nicht, weil bei jeder anderen Zahl wäre es vollkommen wurscht. Wenn ich nur weit genug reinzoomen würde, dann würde diese Zahl irgendwann alleine herumstehen, ohne irgendeinem Gedränge. Beim 1er wird es immer ein Gedränge geben. Und so ist im Prinzip dieser Grenzwert definiert. Und wir schauen uns jetzt diese Definition nochmal an. Noch ein wichtiger Begriff. Dieser Abstand, den ich hier habe, ich schiebe das mal nach oben, ein bisschen mehr nachzeichnen, also nochmal, wenn ich hier 1 habe und ich sage, ich zoome jetzt dran auf, was weiß ich, 0,9 und 1,1 und jetzt habe ich mir quasi eben genau diesen Bereich rund um den 1 angeschaut, dann muss dieser Abstand erstens immer gleich groß sein, der ist in dem konkreten Fall 0,1 groß, einmal dazu und einmal ziehe ich ihn ab und diese Umgebung hier, die nennt man die sogenannte Epsilon-Umgebung. Epsilon bezeichnet jetzt einfach nur den Abstand vom Grenzwert. Das heißt, in dem Fall wäre Epsilon 0,1. Einmal rechne ich minus Epsilon vom 1er und einmal rechne ich plus Epsilon vom 1er. Und deswegen erhalte ich da das Intervall 0,9, 1,1. Und dieses Epsilon würde ich quasi immer, immer weiter verkleinern.
Also 0,1, 0,001, 0,00001, also ich zoome dann immer enger an den 1 heran, die Epsilon-Umgebung wird immer kleiner. Aber wie gesagt, weil 1 ein Grenzwert ist, werden sich immer hier, egal wie eng ich ranzoome, unendlich viele Folgenglieder drin befinden. Und das nutzen wir jetzt im Prinzip aus, diese Eigenschaft, diese Epsilon-Umgebung. Und das führt eben jetzt dazu folgenden Definition eines, also der sauberen mathematischen Definition eines Grenzwertes. Also, ich habe eine Folge a n gegeben und die Zahl a heißt Grenzwert der Folge, wenn gilt. Zu jeder noch so kleinen Zahl Epsilon, also das ist jetzt so quasi wieder diese Umgebung, die ich um meinen Grenzwert drum herum bilde, ja? Einmal minus Epsilon und einmal plus Epsilon. Dann habe ich da das, was dazwischen ist, die Epsilon-Umgebung. Also zu jedem noch so kleinen Epsilon gibt es einen Index N0. Ein Index N0 heißt jetzt einfach, gibt es ein Folgenglied mit einer bestimmten Nummer, zum Beispiel das tausendste Folgenglied, das zehntausendste Folgenglied, sodass der Abstand zwischen dem Folgenglied und dem Grenzwert kleiner ist als das Epsilon. Das heißt nichts, und zwar für alle Folgenglieder ab diesem Index. Das heißt, wenn ich mir nochmal das Beispiel von vorher anschaue, da habe ich 1 gehabt und da habe ich 0,99 und 1,01. Wenn ich da, das war das 100. Folgenglied, also da habe ich A100. Das heißt, das 101. Folgenglied ist bereits hier drin, in diesem Bereich, in dieser Epsilon-Umgebung rund um den 1er. Das heißt quasi, N0 wäre 101, weil ab dem 101. Folgenglied befinde ich mich wirklich in diesem Folgen, in diesem Bereich drin. Ist, glaube ich, auch klar, dass auch das 102. Folgenglied, was ja noch näher am 1er heranrückt, auch da drin sein muss. Und das 103. Folgenglied auch, sowie auch das 1070. Folgenglied, das wahrscheinlich schon ganz nah beim 1er dran ist. Ja? Also, und das heißt das, ja. Also ich kann noch so klein das Epsilon wählen. Also wenn ich da A hätte, ich könnte jetzt auch sagen, ich wähle das Epsilon nur so klein, dass ich quasi den Bereich hier habe. Wenn A ein Grenzwert ist, dann wird es sich hier drin abspielen mit den Folgengliedern. Ja? Und wenn das eben funktioniert, dass ich das machen kann, dass ich ob an gewissen Index, also Index ist einfach die Folgengliednummer, alle Folgenglieder innerhalb dieses Bereichs befinden, dann ist es eben ein Grenzwert. Und sonst ist es keiner. Ja, wie wir vorher gesagt haben, bei 0,5, wenn ich da nur nah genug ranzoome, dann steht der 0,5 alleine da, weil alle Folgenglieder bereits Richtung 1 gewandert sind und das Folgenglied A2 war, glaube ich, das 0,5er, steht dann quasi einsam herum. Nur beim 1er wird es nie einsam sein. Ja, und wenn das funktioniert, dann kann man eben mathematisch sagen, es handelt sich um einen Grenzwert. Und jetzt schauen wir uns das am besten mit einem Beispiel an. Bleiben wir jetzt nochmal bei diesem Beispiel. Wir sollen jetzt zuerst einmal ermitteln, ab welchem Index n, also ab welchem Folgengliednummer, der Abstand aller Folgenglieder vom Grenzwert der Folge kleiner als 0,001 ist. Also ab wann bin ich schon ganz, ganz nah am Grenzwert dran. Dazu muss ich zuerst einmal den Grenzwert bestimmen, das wissen wir aber bereits. Wir haben gesagt, der Grenzwert dieser Folge ist 1. Das haben wir jetzt vorher eh schon gesehen und das ist jetzt eben unser Grenzwert a. Den haben wir jetzt einmal intuitiv ermittelt. Und jetzt sollen wir ermitteln, ab welchem Index, also ab welchem Folgenglied mit welcher Nummer n, der Abstand der Folgenglieder vom Grenzwert 1 kleiner ist als 0,01. Also, das ist der Abstand hier, der Abstand vom Folgenglied an zum Grenzwert a ist gleich 1, soll kleiner sein als Epsilon. Und das Epsilon ist in dem Fall die 0,001. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wenn hier 1 ist, und jetzt mache ich eine Epsilon-Umgebung mit der Größe 0,001, das ist übrigens ein Tausendstel, dann suche ich alle Folgenglieder, die sich quasi in dem Bereich hier drin befinden. Da ist einerseits 0,999. Warum? Weil ich einfach minus Epsilon gerechnet habe. Das ist 0,001. Und hier habe ich 1,001.
So, und jetzt wollen wir einfach wissen, ab welchem Folgenglied befinde ich mich das erste Mal in dieser Epsilon-Umgebung drin? Ja, das sind die Folgenglieder, die davor sind. Aber ab welchem Folgenglied, mit welcher Nummer AN, also mit welcher Nummer N bin ich, treffe ich das erste Mal in diese Epsilon-Umgebung rein? Und nach dieser Nummer sind ja sowieso alle da drin. Weil ja 1 für unser Grenzwert ist, das wissen wir schon. Ja? So, und das rechne ich jetzt einfach aus, indem ich einfach einsetze. Für AN setze ich das Folgengesetz ein. Wechsle ich mal kurz die Textmarker. Also für AN hier setze ich das Gesetz ein. Das ist ja das da oben. Also 1 minus 1 durch n minus dem Grenzwert, der ist ja 1. Den haben wir hier. Damit kann ich jetzt mal den Abstand ausrechnen. Deswegen auch ein Absolutbetrag, weil ja rein theoretisch es auch Folgen gibt, wo sich die Folgenglieder vor, also nach dem Grenzwert befinden und sie quasi von der Seite kommend gegen den Grenzwert streben. Das wäre dann, wenn die Folge streng monoton fallend ist, dann nehmen die Folgenglieder ja immer ab. Wenn sie dann begrenzt sind, wandern sie eben gegen den Grenzwert abwärts. So, und jetzt formen wir das einfach um. 1 minus 1 durch n minus 1. Ich kann 1 minus 1 einfach ausrechnen. Mal kurz wieder den Stift. Also 1 minus 1 kürzt sich raus, bleibt der Betrag von minus 1 durch n kleiner 0,001. Ich weiß, dass minus 1 durch n sicher negativ sein wird, weil n ist ja ein Element aus n Stern. Das heißt, ich habe da drin ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Siebtel, ein Achtel und mit Minus davor ist es immer negativ. Jetzt muss ich als nächsten Schritt einmal diese Betragsklammern auflösen. Naja, was machen wir, wenn ich weiß, dass die Zahl fix negativ ist da drin? Ich brauche einfach nur das Vorzeichen wechseln. Das heißt, aus minus 1 durch n wird plus 1 durch n. Achtung, das Ungleichheitszeichen wird hier nicht umgedreht, weil ja die Ungleichung nicht multipliziert wird mit irgendwas Negativen, sondern ich löse einfach den Betrag auf und muss von dem, was im Betrag drin steht, wechsle ich das Vorzeichen. Und jetzt forme ich um mal n. Und dividiert durch 0,001, also kommt daraus, n ist größer als 1000. Das heißt, ich muss für n eine Zahl größer als 1000 einsetzen, damit der Abstand vom Grenzwert 1 kleiner ist als 0,001. Probieren wir das einfach jetzt mal mit einer Probe aus. Also, ich rechne das 1000 erste Folgenglied aus. Warum nicht das 1000ste? Weil hier steht, n muss größer sein als 1000 und die nächstgrößere Zahl, weil n ist ja, wie wir wissen, ein Element der natürlichen Zahlen ohne 0. Das nächstgrößere ist 1001. Ich rechne das 1000 erste Folgenglied hier aus, kommt raus 0,999001 ungefähr gerundet. Ja, wichtig ist eben, dass ich es da hinten ein bisschen weiter runde. So, und jetzt schauen wir einfach, wie weit das Folgenglied vom 1er vom Grenzwert hier oben entfernt ist. Also ich rechne aus, a1000 minus den Grenzwert a, also a1001 minus den Grenzwert a, also die 0,999001 minus dem Grenzwert 1, erhalte ich minus 0,000999 ungefähr. Der Betrag macht es positiv, also ist 0,000999 ungefähr und das ist kleiner als 0,001. Und damit ist das 1001. Folgenglied garantiert da drin. Ja, also ich habe hier 0,999, da ist 1. Und da habe ich ja 0,999001. Das heißt, der da hinten quasi macht es jetzt, dass das Folgenglied sich bereits nach dem 0,999er befindet. Und deswegen liegt es drin in der Epsilon-Umgebung. So, jetzt habe ich aber noch immer nichts bewiesen. Weil das geht jetzt dafür, Epsilon ist 0,001. Das sagt man auch nichts Allgemeines aus. Und deswegen machen wir jetzt als nächstes B. Beweise, dass 1 der Grenzwert der gegebenen Folge ist. Und ein Grenzwert ist es dann, wenn ich das Epsilon immer kleiner und kleiner und kleiner werden lassen kann. Das heißt, ich darf jetzt fürs Epsilon keine fixe Zahl einsetzen, sondern ich muss das Epsilon allgemein halten. Ich muss jetzt sagen, dass Epsilon sei eine beliebige reelle Zahl, die natürlich immer kleiner gewählt werden kann. Ja, es kann auch 0,000001 gewählt werden, rein theoretisch. Ja, also es sei beliebig. Und jetzt muss ich das einfach nur noch einmal durchrechnen. Ja, wenn es ein Grenzwert ist, dann muss ich das hier lösen können. Jetzt setze ich wieder das Folgengesetz ein. Für einen Grenzwert setze ich den 1er ein, weil wir wissen, dass der Grenzwert der Folge 1 ist. Wenn ich das n gegen unendlich wandern lasse, ich schreibe das jetzt nicht mehr hin. Und jetzt formen wir das wieder um. Ja, der 1er streicht sich weg,
durch einen Betrag machen wir es einfach positiv, wie ich rechne mal n und jetzt muss ich noch durch Epsilon dividieren. Das heißt, egal wie groß das Epsilon ist, n muss größer als 1 durch Epsilon gewählt werden und dann finde ich das Folgenglied an, ab dem ich in der Epsilon-Umgebung drin bin. Was bedeutet das jetzt für mich? Und jetzt wird es spannend. Jetzt können wir es nämlich direkt anwenden, diese Formel. C. Ermittle, ab welchem Index n der Abstand aller Folgenglieder vom Grenzwert der Folge, also vom 1er, kleiner als 0,00001 ist. Und das mache ich jetzt einfach. Das ist mein Epsilon. Und n muss größer gewählt werden als 1 durch Epsilon. Also n muss größer gewählt werden als 1 durch 0,00001. Und wenn ich das durchdividiere mit dem Taschenrechner, kommt raus, n muss größer sein als 100.000. Das heißt, ab dem 100.001. Folgenglied treffe ich in die Epsilon-Umgebung rein. Und jedes Folgenglied, was danach kommt, das 100.002. Folgenglied, das 100.003. Folgenglied und so näher, rückt er noch näher an den 1 heran. Wir können es auch ausprobieren. Nein, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Man könnte sich das 100.000. Folgenglied jetzt ausrechnen. 100.001 ist gleich 1 minus 1 durch 100.001. So, Taschenrechner eintippen, das wird auf jeden Fall eine kleine Geschichte. 100.001. So, da mag mein Taschenrechner schon gar nicht mehr mitmachen. Durch 100.001. Ja, der runde bei mir jetzt da schon ganz extrem. Deswegen hat das Ganze da jetzt da kein Sinn mehr. Also das wäre 0,999 und dann ganz viele Nullen. Und irgendwo hinten ist dann eine 1. Ja? Das heißt, das ist jetzt da quasi schon ganz, 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 ganz nah dran am 1er. Also bei so einer großen Zahl hat jetzt da das Austesten nicht so viel Sinn gemacht. Aber ihr seht jetzt jedenfalls, wozu ich das verwenden kann. Ja? Also ich kann jetzt Epsilon einfach eingeben und dann weiß ich immer, ab welchem Folgenglied ich in die Epsilon-Umgebung reintreffe. Funktioniert aber nur immer dann, wenn die Zahl hier auch wirklich der Grenzwert der Folge ist. Ja? Ansonsten hat es keinen Sinn, weil wenn es keinen Grenzwert gibt oder wenn die Zahl A nicht der Grenzwert ist, dann gibt es um die Zahl drumherum auch keine Epsilon-Umgebung. Das ist immer nur dort, wo der Grenzwert der Folge ist. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. A ermittelt den Grenzwert dieser Folge, das machen wir wieder intuitiv. Limes von 3n plus 5 durch n. Ich sehe, ich habe der Grad vom Zähler und vom Nenner ist gleich groß, des ersten Grades, deswegen wissen wir auf jeden Fall, es existiert ein Grenzwert. Und in dem Fall habe ich 3n durch 1n ist eben 3 durch 1. Das heißt, unser Grenzwert in dem Beispiel ist 3. Okay, gut, ist nicht so gescheit. Unser Grenzwert ist in dem Fall 3 und das ist unser A. Ja? Das haben wir mal ermittelt intuitiv. B, beweise, dass es sich dabei tatsächlich um den Grenzwert handelt. Machen wir wieder gleich wie vorher. Es sei Epsilon beliebig groß. A n minus A muss kleiner sein als Epsilon. Wir setzen das Folgengesetz ein. 3n plus 5 durch n muss kleiner sein als minus 3 muss kleiner sein als Epsilon. Das geht jetzt immer gleich, das ist nämlich das Schöne. Ich muss jetzt einmal das zusammenfassen da drin in der Klammer und deswegen gehe ich jetzt einfach her, weil das ist eine Bruchrechnung. Ich muss das auf gemeinsame Nenner bringen da drin und der gemeinsame Nenner ist ja durch n. Das heißt, ich habe da drüben jetzt da einfach mal n erweitert im Zähler und im Nenner und deswegen habe ich eben minus 3n durch n. Jetzt kann ich es auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. 3n plus 5 minus 3n durch n. Jetzt streichen sich hier die 3n minus 3n logischerweise weg und ich erhalte hier den Betrag von 5 durch n kleiner Epsilon. Naja, 5 durch n ist garantiert eine positive Zahl, weil ja n laut Angabe auch eine positive Zahl ist, also kann ich die Betragsstriche einfach weglassen. Jetzt habe ich 5 durch n muss kleiner sein als Epsilon. Ich rechne wieder mal n, dividiere durch Epsilon, also n muss größer sein als 5 durch Epsilon. Jetzt habe ich gezeigt, ja, 3 ist ganz offensichtlich ein Grenzwert, weil zu jedem Epsilon kann, zu jeder Epsilon-Umgebung, egal wie klein die ist, kann ein Folgenglied mit der Nummer n gefunden werden, das in diese Umgebung reintrifft. Man braucht einfach nur 5 durch Epsilon zu dividieren und dann hat man die Nummer von dem Folgenglied, also aufgerundet.
in dem Fall, ja, weil sie echt größer sein muss. So, und das können wir jetzt gleich verwenden. C, ermittle, ab welchem Index n der Abstand aller Folgenglieder vom Grenzwert der Folge kleiner ist als 0,01. Und das machen wir gleich wie vorher. Das hier ist unser Epsilon. Ich weiß, n muss größer sein als 5 durch Epsilon. Das haben wir uns ja gerade hier ausgerechnet. Ich setze für Epsilon die 0,001 ein. Und 5 durch 0,001 ist 500. Das heißt, ich weiß jetzt da, ab dem 501. Folgenglied ist der Abstand der Folgenglieder vom Grenzwert 3, weil das ist unser Grenzwert, den haben wir da oben intuitiv ermittelt und hier bereits bewiesen, kleiner als 0,01. Da kann man jetzt auch noch die Probe machen, weil bei dem 501. Folgenglied, das kann man sich noch gut ausrechnen mit dem Taschenrechner. Das 501. Folgenglied ist, ich einfach 501 einsetzen, hier ins Folgengesetz, also 3 mal 501 plus 5 erhalte ich im Zähler 1508, dividiert durch n, also durch 501, ist 3,00998 ungefähr gerundet. Und jetzt schaue ich noch, ob dieses Folgenglied wirklich einen Abstand hat, der kleiner ist als 0,01 vom Grenzwert. Der Grenzwert ist 3, also einfach einsetzen. Ich rechne einfach den Abstand aus, 3,00998 minus 3, komme ich auf 0,00998 und das ist gerade eine Spur weniger als 0,01. Und so läuft die Geschichte. Ja. Immer das Gleiche. Das, was von mir aus gesehen wirklich wichtig ist, ist das noch einmal, dass es sich dann um einen Grenzwert handelt, wenn quasi ich, egal wie nah ich ranzoome, also hier habe ich meinen Grenzwert, egal wie nah ich da ranzoome, es spielt sich quasi um den Grenzwert, häufen sich ganz viele Folgenglieder. Davor sind nicht so viele, aber um den Grenzwert drumherum gibt es ganz viele. Ja? Das kann auch theoretisch so sein, dass die Folge streng monotonfallend ist gegen den Grenzwert A und irgendwann rücken sie hier da ganz nah zusammen. Und ich könnte hier dann immer weiter ranzoomen und egal wie nah ich ranzoome, es wird immer so sein, dass die Folgenglieder sich dann um das A drumherum stauen, ja, wieder ranzoomen und so weiter. Ja. Also dann ist eine Zahl ein Grenzwert. Die Zahl hier wäre kein Grenzwert der Folge, weil, wie ihr seht, ich habe da schon recht großzügig den Bereich gewählt und es ist weit und breit das einzige Folgenglied, da gibt es quasi keine Folgenglieder-Party. Ja. Und das ist es. Ich hoffe, es ist halbwegs klar. Ja? Ich kann euch beruhigen, es kommt nicht zur schriftlichen Matura, es kommt aber zur mündlichen, wer maturiert. Und worum es mir vor allem geht, ist, dass dieser Grenzwertbegriff für alle die, und ihr seid doch ein Realgymnasium, für alle die, die was Naturwissenschaftliches studieren wollen, ob es jetzt Informatik ist, ob es Bio ist und so weiter, der spielt eine große Rolle, ja, auch diese Grenzwertbeweise. Und deswegen finde ich es doch recht relevant, dass ich es euch jetzt einmal gesagt habe, wer entscheidet, der geht nachher Philosophie oder Deutsch studieren oder so, dem wird diese Grenzwertberechnung höchstwahrscheinlich nicht mehr über den Weg laufen, es sei denn, er philosophiert über Grenzwertberechnung oder sie. Aber es ist jetzt, wie gesagt, ein Realgymnasium und deswegen schauen wir uns da das auch nochmal an. Ja. Schularbeit gibt es eh keine mehr in dem Semester, so wie es ausschaut. Also seid ihr eh safe. Ja? Aber wie gesagt, umsonst haben wir es nicht gemacht. Gut, damit sind wir jetzt mit Grenzwertberechnungen auch fertig.